schauen wir auf die Karte. Wir müssen hier hoch, damit wir da hinkommen. Okay. Also doch hier lang. Und die ganzen Kinder. Ich könnte natürlich mit ihm auch sprechen. Aber ich möchte ja erstmal in der Quest weitermachen. Indem wir unsere Freunde finden. Komme ich hier schon ran? Ich könnte hier hin. Aber hier ist gerade keine Quest von mir. Von daher. Bespreche ich die Häuser hier mal. Da kommen wir, glaube ich, nicht lang. Okay, wir können die Ausrüstung kaufen. Ja, ich glaube aber, die sind schlechter. Mr. Stodge hat auch eine Nachricht geschickt. Schauen wir uns das mal an. Erstmal haben wir drei neue Freunde. Francis, Mr. Broflowski und Mom. Das habe ich schon gelesen. Mr. Broflowski hat geschrieben, ich habe gerade eine neue programmierte Kundin bekommen. Ich kann ihren Namen nicht nennen, aber ich kann dir sagen, dass sie ein 90 Meter großer Roboter-Dino ist. Komm schon, ein Tipp. Und Mr. Stodge hat noch geschrieben, du sollst wissen, dass mir die Sache mit Ballas wirklich leid tut. So allgemein. Na gut. Just do it. Haben wir die Schnellreiseflagge. Aber müssen wir weiter hier lang. Und hier ist schon das Café Tweak Bros. Komm ich hier ran? Nee. Aber ist auch noch so ein schönes Pokémon. Da gibt es später eine Möglichkeit dafür. Was ist das denn? Schau mal schnell zu ihm. I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore. You know, Al Gore. I'm super important. Alright, look. I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing with Man-Bear Pig. Yes, the Man-Bear Pig. I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the Man-Bear map, Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super serial. Hurry! We must know if Man-Bear Pig is here or not. Okay, Al Gore ist unsere neue Freundschaftsanfrage und neue Quest, Schweinebärmann. Wir haben drei Schweinebärmann-Sensoren bekommen. Und Schweinebärmann. Hilf Al Gore, den Schweinebärmann in South Park zu finden. Ziele, bring einen Schweinebärmann-Sensor an einem elektrischen Transformator an, an einem Brandgefahrenmesser anbringen und an einem Wetterhahn anbringen. Gut, machen wir alles später. Jetzt gehen wir erstmal zu Tweak. Jetzt rauschen wir die Nachrichten gerade nochmal durch. Und schauen wir mal rein. Welcome to Tweak Coffee. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. It's local coffee, brewed locally. Tweak? Tweak? Have you picked up the fresh local ingredients? Not yet, Dad. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. Okay, erstmal sprechen wir mit ihm hier. Hello there. If you're looking for Tweak, he's in the back room, unattended. Unattended. Like a pristine meadow known only to the wild horses that graze there. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun-dappled cornfield, ready for harvest. Jo, und sag mir mal, was du so hast. Na, so viel Geld habe ich. Ja, ich habe zwar Geld, aber. Ja, ich glaube, ich brauche hier gar nichts von. Jetzt hat er auch ganz gut geschafft zu überleben. Wollte keinen kaputt machen, das wusste ich auch nicht. Ein bisschen Papier können wir mitnehmen. Mehr ist hier aber auch gerade nicht. Was hast du mir noch zu sagen? You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. Okay. Diese Dinger können wir kaputt machen, wenn das hier so leuchtet. Finden wir noch einen gestreiften Strohhalm, nochmal einen gestreiften Strohhalm und gesundes Tranken klein. Noch ein bisschen Papier. Ich weiß nicht, ob wir das später brauchen können. Aber das können wir schon auch verkaufen. Was das war, weiß ich noch nicht. Das sehen wir wahrscheinlich gleich. Das ist das Papier. Arbeiter, Alte. Geflügelknochen waren das. Na gut. Gehen wir kurz hier rein, wo nur Mitarbeiter erlaubt sind. Aufgabe rekrutiere Tweak. Löse Tweaks dampfendes Dilemma und rekrutiere ihn für Kartens Gruppe. Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery.
Okay, neue Quest, heißer Kaffee. How am I supposed to do all of this? There's no way, man. Starbucks has like 8 employees. Here it's just me. Okay, wir haben jetzt heißer Kaffee als Unteraufgabe. Hilf Tweak seinen Arbeitspatten, damit er spielen kann. Ziele, geh zu Kennys Haus und frage Kennys Mom wegen der Lieferung Tweakerbrew. Gut, können wir irgendwas machen? Das sieht komisch aus. Können wir aber nichts mitmachen. Hier noch mit Papier. More coffee! Need more coffee! Achso, da kann ich noch was machen. Need more coffee! Aber hier ist noch eine Kiste. Löffel, Tempotrank und Tränensäcke. Du bist auch noch eine Kiste. Komm ich da ran? Nee, Tweaks Schlüssel brauchen wir dafür. Werden wir auch finden. Beziehungsweise von ihm erhalten. Na gut. Jetzt gehen wir mal schnell zu Kennys Haus. Beziehungsweise schauen wir, wenn ich gerade draußen bin. Was näher wäre. Es gibt noch den anderen. Der ist da oben. Da ist der Schweinebärmann. Und hier ist Kenny. Wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen. Ach, hier ist so ein Schweinebär-Dilemma. Okay, hier wird Token. Dann laufen wir schnell zu Token. Dann haben wir die Aufgabe vielleicht auch gleich erledigt. This movie is really sweet. Too bad you guys can't see it. Ist mir auch egal, erstmal das Kino. Geh später hin. Hier sind schöne Pokémon. Fettdaktyl. Nimm ich gerne mit. You will never get laid looking like that, kid. Was hast du gesagt? Oh. Gut, gehen wir jetzt zu Token, hieß er, glaube ich. Langsam, okay. Ich laufe nicht mehr. Ich gehe langsam. Kein Geld. Okay, gemeine dunkle Wiesen haben wir jetzt mit Sir Timmys Fast Travel freigeschaltet. Und 4 von 12 Schnellreiseflaggen. Lass mich kurz rein, Security Mann. This is a gated community, sir. We do not allow in the riffraff. Move along, sir. If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Das würde ich gerne sehen. Neue Quest, Torzerstörer. Torzerstörer, finde einen Weg in Tokens bewachte Gemeinde, um ihn für Karten ins Königreich zu rekrutieren. Ziele, trage etwas, um dich vor dem Pfefferspray des Wachmannes zu schützen. Gut, jetzt soll ich Tweak gleich noch machen. Das heißt, ich muss gleich zu Kenny gehen. Aber wenn immer es so eine Quest gibt, muss ich ja auch eine Möglichkeit geben, zu sehen, wo ich hin muss. So. Und zwar muss ich hinten hin. Zu Jimbo's Guns. Mache ich gleich. Karten hat soeben eine Nachricht an deine Pinwand gepostet. Drücke oben, die Nachricht zu lesen. Einen neuen Freund, Al Gore, haben wir noch. Und Al Gore hat damals noch geschrieben: Hallo, mein junger Freund, hier spricht Al Gore. Das bin ich in dem großen Profilbild. Ich rede gerade mit dir. Karten hat jetzt geschrieben: Alter, jemand hat gerade ein Video hochgeladen, wie du eine Ladung Gas abbekommst. Warte, das muss ich mir nochmal ansehen. Haha. Wenn man weiß, was kommt, ist sogar noch lustiger. Und darauf hat er geschrieben: Bei Jimbo's Waffen gibt es eine Auswahl Gasmasken, die Pfeffersprays als Selbstverteidigung total nutzlos werden lassen. Komm vorbei. Ja, was ist jetzt dichter? Da ganz hinten hin oder hier runter zu Kenny. Okay, gehen wir mal weiter hin zu Jimbo, weil dann können wir auf dem Rückweg wieder hier lang. Weil wir wieder zurückgehen, kommen wir dann auf dem Weg zu Kenny vorbei. Und hier ist ein Elf. Du sollst also weitergehen, greif mich doch nicht an. Tja, dann kommst du eben zum Kampf. Zwei gegen zwei. Sollte easy werden. Oh, der erste ist schon weg. Und der zweite kriegt Butters Fähigkeit, Hammer der Gerechtigkeit ab. A und D. Aufladen und schnell A drücken. Das hat funktioniert. Da ist ein Block, muss ich noch ein bisschen lernen. Das war noch nicht ganz so raus. Gut, er haut ab. Und das Einkaufszentrum ist momentan noch geschlossen. Geld, Heiltrank, Spielzeugautos sind elf im Ohr. Und Geld, Gesundheitstrank groß und zersplitterter Pfeil. Das braucht dich gar nicht zu interessieren, Mutti. Okay, ist das? Sieht gerade noch ein bisschen aus, als ob es geschlossen wäre. Tower of Peace. Friedensturm. Die Schnellreiseflagge haben wir auch. Da brauchen wir gar nicht rein.
Und alle Charaktere, die so vorbeilaufen, sind uninteressant, die werden nicht unsere Freunde werden. Hier wäre Jimbo, ich schaue nochmal schnell in die Gasse, wenn die Piste schon hier rausläuft. Hier können wir aber nichts machen. So, schön die Bar, nee, hier gehe ich später rein. Also gehen wir zu Jimbo. Und schauen uns mal drin um, was er so zu verkaufen hat. Well, hello there, Jimbo and Ned. Well, what brings you here today? Business or pleasure? Or vengeance? Vengeance! You've come to the right place. Gut. Ach, das Bein ist auch nicht schlecht. Jungen kann ich schon auch irgendwas machen. Ach, da ist eine Kiste. Okay. Finden wir später wahrscheinlich raus. You remind me of a guy I served with in Nam. Gut. Jimbo, zeig mir, was du so hast. Ich brauche nur eine Gasmaske. Howdy there. Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner, thanks to the stupid Democrats, but if you could prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff. You should buy a copy of The Hunter's Guide to South Park Wildlife, this book thingy here. Ja, warum nicht? Also, Waffen. Können wir nichts kaufen, weil wir zu schlecht sind im Level. Ausrüstung. Gasmaske. Schützt vor den stinkendsten Gasangriffen. Rüstung fügt Einrüstung zu und speckfeindliche Angriffe. Gefahrgut reduziert Schäden durch angewidert um 25. Sieht so aus, aber gut, müssen wir kaufen. Wenn wir weiterkommen. Waffenumsätze können wir gerade nicht machen. Kostümflicken auch nicht. Aber verschiedenes haben wir das Wildleben ins Hauspark. $3 haben wir auch, kaufen wir mal. You kill anything in that guide, you come back and see old Jimbo and Ned. The best part of hunting is bragging about it to other hunters. Gut, wir haben neue Quests. Großwildjagd mit Jimbo. Den Jägerführer haben wir auch bekommen. Und mutriges Würstchen. Da flattern jetzt ganz viele Aufgaben rein. Schauen wir schnell hier. Wir haben auf einmal Torzerstörer. Das ist ja die aktuelle Aufgabe. Dann haben wir Großwildjagd mit Jimbo. Jim hat dich herausgefordert, 7 der gefährlichsten Kreaturen ins Hauspark und Umgebungsjagen zu töten. Ziele: Finde einen Platz, an dem du die schimmelige Wurst ablegen kannst, um den tollwütigen Schrottplatzhund herauszulocken. Nutze eine Kuhglocke, um die Farmkuh zu finden und zu besiegen. Nutze deinen Schwanzkäse, um die Penismaus zu finden und zu besiegen. Benutze eine Blutorange, um einen blutsaugenden Flughorn zu finden und zu besiegen. Nutze eine Flasche Reinigungsalkohol, um die mutanten Bakterien herauszulocken und zu töten. Nutze eine Portion Poutine, um die kanadische bellende Spinne der Mösen vorzuhören zu finden und zu besiegen. Ja. Gerade haben wir jetzt wahrscheinlich ganz viele Quests, genau. Jetzt gehen wir erstmal zu Token und werden schauen. Genau, wir gehen zu Token, rekrutiere ihn, dann gehe ich nach oben, hier auf zur Farm. Und dann werde ich zu Kenny gehen. Und dann haben wir so ziemlich schon viele Sachen gemacht. Ja, Inventar. Ich möchte gerade nichts färben. Wir haben ja jetzt unsere... Ach, wir haben noch ein paar andere Sachen. Die Gasmaske, die setze ich mir auf. Und dann können wir zurück zu Token gehen. Die Aufgaben flattern jetzt schnell hier durch. Neue Nachricht von Jimbo noch. Glaub ja nicht daran... Ach nee, glaub ja nicht, dass es einfach wird, die Bestien zu finden, von denen ich erzählt habe. Neuer. Denk dran, diese Bastarde kommen nur hinter dir her, wenn du ihnen etwas anbietest, dem sie nicht widerstehen können. Ach ja, genau. Du musst einen der Gegenstände benutzen, die ich dir gegeben habe, um sie rauszulocken. Gut. Ein Quests. Kehre zurück, um den Torwachmann der Gemeinde Dunkelwiesen zu konfrontieren. Machen wir. Die Flagge haben wir auch schon. Da können wir gerade nicht an Shin-Pokémon. Über die Ampel dürfen wir gehen. Nur Briefe. Die interessieren uns aber gerade nicht.